Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und seit dem letzten Video gibt es mich nur noch in ungekürzter Form. Das Einzige, was ich vorhabe beim Kochen, das können wir dann im Zeitraffer machen, weil es dann einfach zu lange dauert, aber eben trotzdem ungekürzt, also ungeschnitten. Und was ich vorhabe, wenn ich zum Beispiel das Gemüse schneide, dann kann ich mir die letzten Fragen von euch raussuchen, dann stelle ich mir das Tablet hin und dann können wir einfach die letzten Fragen mal durchgehen, wenn ihr welche hattet zu den Geräten oder zu sonst irgendwas, dann können wir die ebenfalls durchgehen und ich kann euch die mal in Ruhe beantworten. Ja, jetzt habe ich gerade eine Sprechpause, ja, die ist leider jetzt mit drin. Aber ich habe jetzt überlegt, was ich jetzt heute eigentlich machen wollte. In meinem letzten Video hatte ich schon angekündigt, dass ich ja mit den Wechseljahren Probleme habe, beziehungsweise mit diesen Hitzewallungen und möchte deswegen aber keine Präparate nehmen, keine Tabletten und habe mich im Internet schlau gemacht. Da habe ich ja gefunden, dass diese Sojaprodukte eben diese Isoflavone haben, die dem weiblichen Hormon am ehesten entsprechen. Damit könnte man dann die Hitzewallungen und so weiter reduzieren. Genau das probiere ich nämlich jetzt zurzeit aus. Ich war ja den Tag im Lidl, hatte dann nur die Sojamilch gefunden. Die hat ganz gut geschmeckt. Die Vanillemilch habe ich noch nicht probiert. Also das schmeckt, die Sojamilch schmeckt so, dieser Sojadrink schmeckt so wie Almased. Wer Almased kennt, da ist ja auch Soja mit drin. Der weiß dann ungefähr, wie die Milch schmeckt. Und die kann man eigentlich ganz gut trinken. Das Problem dabei ist aber, bei 100 Gramm, also 100 Milliliter, sind nur 9,7 Gramm von diesen Isoflavonen drin. Und man sollte 60 Gramm, so Pi mal Daumen, am Tag davon verzehren, damit das eine Wirkung hat. Das hat so eine Studie mal ergeben. Und genau das werde ich versuchen. In dem Fall ist es so bei, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe es mir rausgesucht. Es ist so bei Tofu an sich, 100 Gramm hat so 34 Gramm von diesen Isoflavonen, das heißt also 200 Gramm Tofu könnte man nehmen. Oder pro 100 Gramm Joghurt sind es auch 30 Gramm, also 200 Gramm Joghurt, 200 Gramm Tofu. Das kann man sich dann so ein bisschen merken. Sojamilch, wie gesagt, hat bis zu 10,7. Diese hat hier nur 9,7. Das ist nicht so viel. Am meisten haben natürlich roh und gekocht die Sojabohnen mit 154 Gramm. Aber da ich die so nicht esse, kommt das für mich nicht in Frage. Deswegen sind das so die beiden Sachen, dieses Tofu und dieser Soja-Joghurt, genau, das sind die beiden Sachen, die ich jetzt für mich ausprobiere, dass ich mir nicht zum einen immer was braten muss oder eben den Joghurt kann ich zum Beispiel mit zur Arbeit nehmen und habe trotzdem meine 60 Gramm, die ich da brauche. Ich zeige euch mal eben, welche ich geholt habe. Genau die Pause, die kann ich dann im Zeitraffer machen, damit es euch nicht langweilig wird. Also ich habe mir hier diesen Erdbeer von Alpro mitgebracht. Das sind jetzt alles Joghurts aus dem Edeka. Die haben dann immer auf 100 Gramm 30 Gramm von den Isoflavonen. Also ich bräuchte nur 200 Gramm davon essen. In den Bechern sind immer 400 Gramm. Den Preis blende ich euch ein, habe ich jetzt gerade nicht den Bon hier. Und das gibt es wirklich in allen verschiedenen Sorten. Vanille, Skier Style ohne Zucker, Skier Style Natur und nochmal Alpro Natur, also den Joghurt Natur, kann ich mir einfach Beeren dazu machen und Haferflocken, so wie ich das sonst auch immer gemacht habe. Da hätte ich dann schon mal meinen Bedarf gedeckt, dann würde ich einfach so einen Joghurt mit zur Arbeit nehmen. Klar hat der auch Zucker, aber 6,2 Gramm und ja, Eiweiß nicht so viel, 3,6. Aber in dem Fall zählt das für mich wie Medizin und deswegen gönne ich mir das dann. Und auf der Arbeit brauche ich mittags ja auch ein bisschen Stärkung, von daher passt das. Ihr dürft nie vergessen, so ein Pudding, Pudding oder Joghurt hat ja immer den Wert von einer ganzen Mahlzeit, wenn ihr so einen Becher habt. Also da darf man sich nicht vertun, das ist schon wie eine ganze Mahlzeit. Und so plane ich das dann auch ein, dass das quasi mein Mittagessen ist. Und worum es heute geht, ich habe zwei verschiedene Produkte noch mitgebracht, zwei verschiedene Bereiche, einmal vegetarisch auf Hühnereiweißbasis und Erbsenbasis
und einmal vegan. Das sind dann eben diese Tofu-Produkte, genau die, die ich ausprobieren möchte. Das habe ich alles gefunden im Aldi. Da habe ich einmal diese vegan Bio-Knusperstäbchen, diese Bio-Schnitzel, zwei Stück, insgesamt 175 Gramm. Da wäre ich dann auch schon ungefähr bei meinem Bedarf, den ich brauche. Und das sind auch 175 Gramm gewesen. Dann habe ich hier 180 Gramm von diesen Bio-Bratstreifen. Und als veganen Aufschnitt habe ich dann auch nochmal hier diese Tofu-Scheiben gefunden. Und dann, also das wirklich, die Sachen sind jetzt alle auf reiner Tofu-Basis. Und die haben dann auch tatsächlich gar nicht so viel Zusätze. Die sind ja immer alle so klein geschrieben. So, wir haben hauptsächlich Sojabohnen, Trinkwasser, Weizeneiweiß, Sonnenblumenöl, Gemüsepaprika, Meersalz, Gewürze, Rohrzucker, Verdickungsmehl, Johanniskernmehl, Tomatenmark, Sellerie, Buchenholz, Rauch, alles aus kontrolliertem Anbau. Also weniger Zusätze als in den vegetarischen Sachen, die ich euch gleich sage, oder in anderen Wurstsorten, die man so gemischt kaufen kann. Damit das Video nicht zu lange wird, werde ich die drei Sachen, die man braten kann, jetzt schon mal in die Pfanne hauen. Das heißt, das probieren wir gleich auch. Und ich werde mir das einfach auf 3 Tage aufteilen, damit ich heute nicht die doppelte Ration habe. Dann ist es eben schon gebraten. So, die Pfanne ist auf. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu den anderen Sachen. Da geht es mir darum, um den Brotaufstrich. Ich bin kein Vegetarier und ich bin auch kein Veganer, aber ich möchte gerne weniger Fleisch essen. Und da gehört halt der Brotaufstrich eben dazu. Da habe ich aber nur die vegetarischen Sachen gefunden, außer dieser Tofu-Aufschnitt. Die sind aber dann immer auf Milcheiweißbasis und auf Erbseneiweißbasis. Dann habe ich geguckt, okay, da sind ja bestimmt viel mehr Zusätze drin. Das ist tatsächlich so. Da sind dann auch Gewürzextrakte und so. Ja, okay, das ist ja okay. Moment, ich habe es mir hier extra nochmal richtig rausgesucht. Also die... Nein. Damit man das auch tatsächlich vergleichen kann, was ist denn in diesen vegetarischen Sachen und im Vergleich dann in der Geflügelfleischwurst. Ich habe hier einmal die Zusätze davon und davon und habe dann verglichen. Ich habe jetzt beides auch von Gutfried genommen, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern schon ähnliche Produkte. Und in der vegetarischen Fleischwurst ist drin Trinkwasser, Rapsöl, Hühnereiweißpulver, Speisesalz, Verdickungsmittel, Carrageen, Johannisbrotkernmehl, Xanthan, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakte, natürliche Aromastoffe, Zitronensaftpulver, färbendes Lebensmittel, Rettichsaftkonzentrat, Rot, Farbstoffe, Beta-Carotin und jetzt kommen halt diese Säurungsmittel, Zitronensäure, Säureregulatoren, Kalium, Laktat, Natrium, Acetate und Buchenholzrauch. Und im Vergleich dazu hat sogar diese Geflügelfleischwurst, klar, erstmal 75% Geflügel, dann fragt man sich schon, oh, einmal die Pfanne bestücken. So sehen die Knusperstäbchen aus. Ich mache jetzt 2 in die Pfanne und den Rest gucken wir uns nachher nochmal im Vergleich genau an. Die Bio-Bratstreifen, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, da ist ja Gemüse sogar mit drin. Da packe ich jetzt die Hälfte rein. Dann ist das auch schon gewürzt. So. Und dann noch ein Schnitzel. Die Schnitzel sehen so aus. Appetitlich ist was anderes, aber Hauptsache es schmeckt. Das sehen wir dann noch. So sieht das jetzt erstmal aus.
Also bis jetzt von der Optik her gefällt mir eigentlich das mit dem Gemüse schon am besten. Ja, eigentlich habe ich soweit jetzt alles schon gesagt, was ich dazu sagen wollte. Das heißt, wir können jetzt die Wurst aber schon mal probieren. Ach nee, gar nicht wahr, da wurde ich ja unterbrochen. So, also in der Geflügelfleischwurst sind 75% Geflügel, Trinkwasser, Geflügelfett mit Haut, Pute, Ponton, Speisesalz, Dextrose, Gewürze, Stabilisatoren, Natriumcitrate, Dysphosphate, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure. Also das war jetzt, die drei Sachen waren in der vegetarischen nicht drin. Also das muss man auch mal dazu sagen, Gewürzextrakte und Natriumnitrit ist hier auch noch drin. Also würde ich da jetzt sogar die vegetarische vorziehen, wenn sie denn schmeckt. Und genau das probieren wir jetzt aus. Da nehme ich mir jetzt erstmal ein Brettchen. Das habe ich doch hier. So. Wir nehmen jetzt erstmal den Veggie-Aufschnitt mit Gurkal. Mit Gürkchen. Also optisch gar nicht schlecht. Sieht aus wie eine Mortadella. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum wollen denn immer Vegetarier oder Veganer, dass das aussieht wie Fleisch? Ich bin ja zum Beispiel gar kein Vegetarier, sondern nur so ein Flexitarier und würde den Fleischgeschmack, also die Art, wie das schmeckt, vermissen. Und darum geht es eben auch, dass man dann nicht immer wieder in alte Muster verfällt und dann mit dem Essen von sowas vielleicht dazu übergeht, doch mal vegetarische Sachen zu essen. Wird so ein bisschen breiig im Mund. Mit den Gurken aber ganz angenehm. Ist natürlich auch eine Kopfsache, wenn ich mir jetzt denke, das ist keine echte und ne. Aber wenn man sich dann vorstellt, was in der echten denn drin ist, schön ist das ja auch nicht. Also mit den Gurken, das riecht auf jeden Fall frisch und könnte ich mir vorstellen, dass ich das mal drauf mache. Muss ich ja jetzt auch erstmal und ich denke, wenn man das erstmal gemacht hat, gewöhnt man sich vielleicht auch dran. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Die haben 16 Gramm Fett, hat hier das mit dem Paprika. Und die hier gerade hatte auch, die hatte 14 Gramm. Die hat 16 Gramm Fett, darauf kommt es ja dann auch immer noch an. Und so eine ein Geflügelaufschnitt, der hat so, hatte ich mir doch auch noch. Geflügelaufschnitt, da. Eine Geflügelmortadella hat im Schnitt 20 Gramm Fett. Also ich habe es jetzt mit Geflügel verglichen und nicht mit einer normalen. Genau, preislich, die Preise, das haben wir noch gar nicht. Geflügelaufschnitt. Hier aus dem Aldi, die kosten 1,39, sind 125 Gramm. Und wenn du jetzt so eine Geflügel-Mortadella holst, die kostet tatsächlich bei 200 Gramm nur 89 Cent. Da fragt man sich auch, was soll da Gutes drin sein für ein Fleischprodukt, so wenig Geld. So, dann probieren wir jetzt mal hier den Chili. Ach, mit Chili ist das. Ich dachte, das wäre mit Paprika. Das ist mit Chili. Ich muss einmal das Brett umdrehen, ne? Müssen wir auch hier. Genau, das war das. Dann haben wir, wo wir gerade bei den Preisen sind, die Geflügelfleischwurst. 400 Gramm würde kosten 2,19 Euro. Und hier diese vegetarische kostet 2,49 Euro bei 200 Gramm. Also die Hälfte weniger und kostet sogar noch mehr.
Also dann ist es wirklich eine Frage, möchte ich einfach auf Fleisch verzichten, wenn die denn schmeckt? Vielleicht brauche ich auch gar nicht so viel, weil ich allein lebe oder sonst irgendwas. Dann wäre das vielleicht eine gute Alternative. Die probieren wir jetzt auch, nachdem ich natürlich das Chili-Zeug probiert habe mit 1,39. Chili ist ja gar nicht so meins. So, muss ich jetzt durch? Noch merke ich nichts. Nee, gefällt mir nicht. Das brennt hinten so ein bisschen auf der Zunge von dem Chili halt. Ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht, Entschuldigung, was ich jetzt unbedingt haben müsste. Mit den Gurkerl, das war schon schöner. Jetzt packen wir die Fleischwurst aus. So, da haben wir sie. Habe ich gar kein Messer hier, ne? Doch, da hinten. Ja, dann kann ich wenigstens das dazwischen immer ein bisschen kürzer machen. Sonst sitzt ihr ja stundenlang vorm PC. Die Hülle ganz normal, wie sonst auch. Die Endstückchen mag man ja eigentlich immer ganz gerne. Dann nasche ich das jetzt auch als erstes. Gar nicht schlecht. Die Konsistenz kommt natürlich nicht ganz dran, ist klar. Aber von der Würzung, man hat schon das Gefühl, dass man eine Fleischwurst isst. Schneiden wir mal noch eine Scheibe ab, so. So wie man die eben auch naschen würde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die mache ich mit in meinen Kartoffelsalat, Nudelsalat. Dann ist die ja auch noch kleiner geschnitten. Könnte funktionieren. Jetzt bin ich gleich schon satt und habe noch die anderen Sachen. Sieht ganz normal aus. So, dann gucken wir mal. Nee, wir haben ja einen Aufschnitt vergessen. Den Tofu-Aufschnitt. Der Tofu-Aufschnitt wäre ja genau das, was ich brauche. Oder was ich zurzeit essen wollen würde. Und das scheint geräucherter Tofu zu sein. Kostet 99 Cent bei 70 Gramm. Wollte ich erstmal einen Schluck Wasser. Die Fleischwurst ist doch ziemlich würzig. Dann drehen wir das nochmal um hier. Ein bisschen zum Neutralisieren. Bio-Aufschnitt. Zart geräucherter, veganer Aufschnitt auf Basis von Tofu und Weizeneiweiß, pflanzlich. Okay. Riecht geräuchert. Sieht ja auch geräuchert aus. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt oder wie es schmecken wird. Also es ist erstmal eine ganz normale Scheibe. Ich rolle mir die jetzt auch einfach ein, wie ich das vorhin mit den anderen gemacht habe. Müsste man natürlich mit Brot probieren. Also so. Nein. Das ist jetzt leider gar nicht mein Fall. Das schmeckt, tja, komisch, das wird im Mund so bröselig,
Ihr könnt es gerne mal probieren. Also mein Fall ist das jetzt leider nicht. Schade, ich dachte, dann hätte ich einen guten Brotbelag. Aber wir versuchen es jetzt noch mit dem Schnitzel, den Sticks und den Streifen. Es kann ja schließlich auch nicht alles was sein. Das sieht jetzt aber schon mal ganz gut aus. Die Optik passt schon mal. Schön angebräunt. Das ist im Moment mein optisches Highlight, diese Streifen. Und nehme ich mal ein Tablett, damit ich mir meine Hose nicht dreckig mache. Dann fange ich auch mit den Streifen an, weil die mich jetzt anlachen. Halt. Man muss sich das jetzt ja auch so vorstellen als Gericht. Ich würde mir da jetzt Reis zu machen und dann könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und nicht jetzt nur die Streifen. Die schmecken aber echt schon ganz gut. Die haben übrigens gekostet, also alle drei Sachen, die ich auf dem Teller habe, haben gekostet 1,99 Euro. Ein bisschen Gemüse ist ja schon dran, deswegen mit einer Portion Reis dazu könnte ich mir das gut vorstellen. Dann probieren wir jetzt mal diese Gemüse, wie nennt sich das denn? Knusperstäbchen. Ob die auch nach was schmecken oder ob die geschmacksneutral sind, zeige ich euch mal in der Mitte. Hier. So sieht das aus. Ja, jetzt ist das Stück ein bisschen groß. Auch heiß. Das schmeckt wie Semmelbrösel da drin. Mit Panade drumherum. Kennt ihr das, wenn ihr Paniermehl mit dem restlichen Ei vermischt und dann... Oh, die Drehzeit war zu Ende und jetzt musste ich das neu starten. Ich weiß nicht, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ich glaube dabei, das schmeckt wie Semmelbrösel. Kennt ihr das, wenn ihr... das restliche Paniermehl mit dem Ei vermischt und dann bratet, wenn ihr jetzt Schnitzel paniert habt. So schmeckt das. Kann man essen, müsste man sich jetzt irgendwie vielleicht Kartoffeln dazu machen. Also wird bei mir jetzt nicht als Fischstäbchen oder sowas durchgehen. Eher so als Semmelbröselstäbchen. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Schnitzel. Das ist immer am schwierigsten, das überhaupt nachzumachen. Weil man da doch sehr bestimmte Vorstellungen von hat, wie so ein Schnitzel sich anfühlen muss im Mund. Mal gucken, ob es einen Unterschied gibt zu den Stäbchen. Okay. Von der Konsistenz sieht es eigentlich genauso aus, hat aber den Geschmack von einem Geflügelschnitzel. Also, ich überlege gerade, ich würde tatsächlich durchaus alle drei Sachen auch essen, wobei das Geschnetzelte an erster Stelle steht, das Schnitzel an zweiter und die Stäbchen an dritter, die waren jetzt nicht so gut. Aber wenn ich das ja für mich jetzt als Medizin sehe wegen diesen Isoflavonen und denke mir, okay, ich esse jetzt meinen Schnitzel,
mach mir was Schönes dazu, selbst wenn es Pommes sind, was auch immer. Oder eben den Reis bei dem Geschnetzelten. Hätte ich meine Isoflavone und hätte noch was Gutes für die Tiere getan. Ach ja, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, erstmal bedanke ich mich nochmal für die positiven Kommentare unter dem letzten Video, dass euch das tatsächlich auch gefallen hat, dieses Ungekürzte. Für mich ist es eben einfacher. Ich kann das jetzt gleich auch eben schnell hochladen und auch heute für euch noch online stellen. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Bis bald, eure Sophie.